Hallo, ich bin hier mit Christopher und hier bin ich stehen geblieben, weil es ist ein aktuelles Thema und zwar geht es um Weltraumschrott, würde ich das mal im Allgemeinen sagen. Das ist ja hochaktuell, die letzten 24 Stunden haben sich so ein bisschen überschlagen, aber Christopher, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Ja, genau, wir sind Okapi Orbits aus Braunschweig und wir bieten Services für Satellite Operator an. Collision Avoidance, Risk Monitoring, alles was mit Orbitmechanik zu tun hat, können wir den Satellitenoperateuren als integrierbare Services anbieten. Cool. Das heißt also auch Vermeidung von Kollisionen mit vorhandenem Schrott im Weltraum. Ganz genau. Das heißt, die Kunden, die Leute, die mit viel Mühe ihre Nutzlast in Orbit gebracht haben, die wollen dann natürlich, dass sie nicht kaputt geht und müssen sich im Zweifel überlegen, dass sie ein bisschen ausweichen und nicht mit den Sachen zusammenstoßen, die es da oben schon gibt. So ist es, genau. Wir können den Kunden sagen, wann und wo sie ausweichen sollen und nehmen ihnen damit einen Painpoint weg. Okay. Und zwar die ganze Zeit im Bilde zu haben, mit welchen anderen Objekten sie vielleicht kollidieren könnten. Und da ist mittlerweile eine ganze Menge unterwegs. Und das bildet ihr alles ab? Also es modelliert ihr alles im Prinzip, was es da momentan gibt? Genau, also eine Sache ist halt, dass man sieht nur einen Teil von dem, was da ist. Wir kennen vielleicht den öffentlichen Bahndatenkatalog. Da sind 20.000, 23.000 Objekte drin. Aber wir wissen, dass da jenseits von 30.000 Objekten in der Größenklasse größer als 10 cm drin sein sollten. Okay. Das heißt, nur die, denen können wir tatsächlich ausweichen, von denen wir kennen, dass sie da, also wissen, dass sie da sind. Aber wir können auch modellieren, wie viele Objekte entstehen und wo sie sich befinden könnten. Okay. Jetzt, wenn man so eine tagesaktuelle Kollision hat, könnt ihr da sagen, wo das im Prinzip dann hingeht? Wäre das so was Modellieren-mäßiges? Ja, ganz genau. Also gerade war ja der Antisatellitentest von den Russen wahrscheinlich, also mit Vorbehalt alles erstmal genießen. Das ist alles sehr frisch mit der Informationslage. Da sind 1500 Fragmente scheinbar, die da entstanden sind. Und wir haben das auch schon mal modelliert und nachgeschaut. Es sollte einen signifikanten Eintrag in unserem Bahndatenkatalog haben und auch viele Trümmer erzeugen, denen dann ausgewichen werden muss. Krass. Ihr seid ursprünglich mal aus einer Uni entstanden, oder? Also von einem Institut, kommt ihr her? Genau, wir kommen aus dem Institut für Raumfahrtsysteme der TU Braunschweig. Wir haben 2018 gegründet und seither wachsen wir stetig und bieten unsere Produkte an. Und das wird mehr und mehr auch stärker nachgefragt, insbesondere von New Space-Kunden. Diejenigen, die gerade dabei sind, Konstellationen zu bauen, kleine Satelliten hochzuschießen, die verwenden gerne unsere Services, weil sie sich auf uns verlassen können und selber sich mit der Materie nicht 100% auskennen müssen und sich fokussieren auf ihr Businessmodell, auf ihre Mission und den Rest uns überlassen. Das heißt, im Prinzip ist es genauso, wie es sein soll. Es wurde gute Forschung gemacht und man hat festgestellt, dass man mit dieser Forschung Geld verdienen kann. Ja, ganz genau. Klar, das, was wir da erforscht haben, wird gebraucht. Und das ist alles in Richtung Sustainable Space. Das heißt, wir wollen den Satellitenoperateuren unter die Arme greifen, zu sagen, bitte platziert euren Satellit dort. Schaut mal, dass ihr am Ende des Missionslebens einen De-Orbit macht. Räumt euren Satelliten weg. Und wir sagen ihnen auch, wie viel Sprit sie mitnehmen müssen, um die Manöver durchzuführen in der Lebenszeit des Satelliten. Okay. Klingt super sinnvoll und klingt eigentlich danach, als sollte es da viele Anbieter von dem Service geben. Habt ihr da viel Konkurrenz oder? Derzeit nicht, nein. Das, was wir machen, ist sehr spezialisiert, sehr präzise. Es braucht ein gutes Mindset dafür und kombiniert mit einem schönen Serviceansatz sind wir so ziemlich die Einzigen, will ich nicht sagen, aber unter wenigen unterwegs. Ja. Wahrscheinlich jetzt auch so mit dem New Space. Das Thema Weltraumschrott haben die Leute, glaube ich, schon so ein bisschen auf dem Zettel, aber wahrscheinlich steckt ihr da mehr drin als die Firmen, die jetzt, oder mitunter Firmen, die jetzt neu irgendwas hochschießen und die sich da vielleicht noch nicht so hundertprozentig drüber Gedanken gemacht haben, auf was sie alles achten müssen. Geht ihr dann aktiv auf die zu oder wie läuft das? Da gibt es zwei verschiedene Typen. Der eine Typ, der kommt aktiv auf uns zu und hat diesen Sustainable-Gedanken mit dabei. Der weiß schon darum, dass dann einiges schief gehen kann und fragt uns auch, bevor er launcht,
wo soll ich denn bitte meinen Satelliten hinsetzen, wie viel Sprit muss ich mitnehmen zum Deorbiten etc. Das ist der eine Typ von Satellite Operator, und dann gibt es einen anderen Typ, der in der Strom- und Drangphase quasi unterwegs ist und seine Satellitenmission hochbringt und dann schaut, wie er dort klarkommt, und auch dem können wir sofort helfen. Mhm. Hinter dir ist so eine schöne Animation. Was sehe ich da eigentlich gerade? Genau, das ist heute in der Nacht- und Nebelaktion entstanden. Vielleicht etwas zu klein. Das sind alle Fragmente, die wir jetzt modelliert haben von diesem Antisatellitentest, der Kosmos 1408, der da in der Nacht fragmentiert ist und viele neue Trümmer erzeugt hat. Und das ist jetzt das erste Modell von allen Fragmenten, die vielleicht entstanden sein könnten. Das ist sehr vage formuliert, aber ungefähr 1500 erwarten wir, die dann auch getrackt werden und hoffentlich in dem Bahndatenkatalog alle Einzug halten, sodass wir diesen Objekten dann auch ausweichen können. Okay. Das heißt, die Bahn des Satelliten kannte man ziemlich genau, und darauf ausbauend ist dann die Simulation mit Trümmerteilen, wie dann nach Wahrscheinlichkeiten, die sich normalerweise irgendwie aufteilen. Und das ist jetzt, das kann man jetzt wahrscheinlich hier nicht so genau sehen, aber das ist schon eigentlich eine Bahn. Also wir gucken jetzt von praktisch ja, senkrecht drauf und sehen im Prinzip die Bahn, auf der sich diese Trümmerteile bewegen, auf der früher wahrscheinlich der Satellit unterwegs war. So ist es. Also alle Teile, die wir dort sehen, kehren zu einem Punkt zurück, der sogenannte Pinch Point, dort wo der Satellit ursprünglich war, bevor er fragmentiert ist. Und darüber hinaus verteilen sich dann die Objekte auf die verschiedenen Bahnen. Einige sind höher unterwegs, andere sind niedriger unterwegs mit ihrem Perigeum oder Apogeum. Und genau, und diese Objekte werden über der Zeit auch sich weiter bewegen, also auffächern um den ganzen Erdball sozusagen. Aber jetzt in dem frühen Stadium, kurz nach der Fragmentierung, werden diese Objekte hier in dem einen Ring unterwegs sein. Okay. Ich glaube, ich hatte etwas gehört von wegen so grob 400, 500 Kilometer hoch war der ursprüngliche Satellit gewesen, und in der Höhe ist jetzt wahrscheinlich auch sind die Splitter unterwegs, oder die meisten so Fragmente. Ist es. Ja. Genau, bei 480 Kilometer wird der Pinchpoint sein, da wo der Satellit ursprünglich war. Der Kosmos 1408 war ursprünglich auf 620 Kilometer ungefähr, ist schon eine ganze Weile auf dem Weg Richtung Erde zurück. Ich glaube 1982 ist der gestartet. Und jetzt sind diese Trümmerteile da. Diese Trümmerteile, ungefähr 1500, die werden jetzt auch weiter absteigen und auch durch den Pfad sozusagen der Trajektorie der ISS hindurch wandern, die ungefähr bei 400 Kilometer unterwegs ist. Ja, nicht so cool. Das mit der ISS, das ist natürlich super sensibel mit Menschen und so weiter. Das hat ja natürlich auch die berechtigte große Aufmerksamkeit gerade. Ja. Ich sag mal, Glück im Unglück oder, also es ist nicht so hoch, oder? Also das heißt im Prinzip, das ist schon, wird schon Jahre wahrscheinlich da oben bleiben, aber nicht Jahrzehnte, oder? Also so ist es. Die ersten Modellierungen, die wir jetzt gemacht haben, zeigen, dass die nächsten 5 Jahre mit erhöhter Kollisionswahrscheinlichkeit von diesen Trümmern, dass die auftreten werden. Ja. Und danach werden diese Teile verschwinden. Durch die Restreibung der Atmosphäre steigen sie weiter ab und verglühen dann in der Erdatmosphäre. Aber bis dahin wird man damit rechnen, dass Kollisionswarnungen kommen. Und ich sag mal, um wieder auf euer Geschäftsmodell zurückzukommen, die Kunden können dann von euch im Prinzip den Service einkaufen, was sie über die Lebensdauer mit dem Satellit machen müssen, damit sie den möglichst lang betreiben können. Also das heißt, sie zum Beispiel Weltraumschrott ausweichen können, aber eventuell auch dafür sorgen, dass ihre Satelliten, wenn sie mal ihre Lebensdauer überschritten haben oder nicht mehr funktionieren, dass sie wieder runterkommen und dass sie vielleicht auch darauf vorbereitet sind, wenn es neue Gesetzgebungen gibt und dann Müll beseitigt werden muss, dass sie auf so eine Situation vorbereitet sind, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben auch einen Service, der von dem Missionsdesign bis zum Missionsende einen roten Faden zieht und wir eine Vorauslegung machen können für unsere Kunden, wo wir betrachten, an welcher Stelle ist es sinnvoll, seinen Satelliten oder seine Konstellation zu platzieren und wie viel Treibstoff muss ich mitbringen, um die Satelliten wieder deorbiten zu lassen und den Slot wieder freizugeben. Das alles bieten wir alles mit an, und unsere Software zu simulieren, entsprechende Verifications vorzubereiten für ein eventuelles Raumfahrtgesetz in Deutschland
Wir tun das auch schon für andere Gesetzgebungen. Andere Nationen sind da schon ein bisschen weiter als Deutschland selbst, aber wir erwarten ja, dass demnächst auch ein Weltraumgesetz in Deutschland kommen wird. Okay. Und wenn du von einem Algorithmus oder von der Software sprichst, ist es im Prinzip sehr rechenintensiv oder ein sehr guter Algorithmus? Das ist beides, ein sehr guter Algorithmus, und es ist durchaus auch rechenintensiv, weil viele verschiedene Szenarien durchgerechnet werden müssen. Was wir in der Regel machen, ist verschiedene Szenarien aufstellen, weil keiner so genau weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Wir müssen ja über die Missionszeit rechnen, sprich meinetwegen 5, 7, vielleicht auch 10 Jahre im Voraus und mit gewissen Annahmen reingehen. Und da die optimale Umgebung zu finden, ist durchaus schwierig, aber da assistieren wir dann mit unserer Erfahrung aus den letzten 30 Jahren, was dann am besten umsetzbar ist. Mega cool. Klingt auf jeden Fall nach einem Geschäftsmodell für die Zukunft. Ja, super cool, dass ihr euch hier entdeckt habt, und bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt, und ich werde das weiter verfolgen, und euch noch viel Spaß auf der Messe. Ja, danke gleichfalls. Danke. War mir eine Freude. Mir auch.